Bedeutung des Sommer-GP ist folgende. Es ist eine grosse Bühne für uns. Wir können Wettkämpfe üben. Es ist nicht alles so konzentriert wie im Winter. Wir haben dort eine super Gelegenheit zum Wettkampfritual üben. Verschiedene Elemente vielleicht auch noch weiter in einem einfacheren Rahmen weiterzubringen, weil es ja auch eine Trainingsphase auch ist. Der Sommer-GP ist für uns eigentlich so wie eine kleine Standortbestimmung, wo am Anfang mal gut tut, wenn du gerade weißt, wo du stehst und dann auch dir das nächste Ziel kannst besser erarbeiten und weißt, wo in der Weltspitze stehst. Also im Sommer- und Winter-Wettkampf ist schon relativ viel. Aber deswegen müssen wir halt schauen, dass die Regeneration auch stimmt zwischen Wettkämpfen, also Wochenende. Aber eben, wir haben schon ein bisschen Pause zwischen den zwei Saisons. Von dem her ist es okay, wir sind ja daran gewöhnt und so ist unser Sportart. Die Resultate im Sommer sind sicher auch aussagekräftig. Wir haben oft schon wirklich viele Spitzenathleten am Start. Es gibt immer wieder den einen oder anderen Wettkampf, wo das Spitzenfeld nicht dabei ist. Aber auch dort ist es für uns, gerade für die jungen Athleten, sehr gut, um auch mal weiter vorne reinzuspringen und so das Vertrauen zu holen.